ist das Ziel, dass Moritz da unten versucht, immer seine Füße in meine Richtung zu bringen. Wenn ich mich jetzt zur Seite bewege beim Kommando 1 und ein Stückchen zur Seite laufe, bringt er auf der gleichen Seite den Fuß wieder an meine Hüfte, hebt die Hüfte und richtet sich wieder aus. Bei Kommando 2 gehe ich ungefähr 90 Grad zur Seite und nun würde er mit diesem Fuß nicht mehr an meine Hüfte herankommen und abrutschen. Deswegen muss er den anderen Fuß nehmen, aufsetzen und zieht das Bein unten drunter durch wieder in die Ausrichtung. Und bei Kommando 3 kreuzt er die Füße an meine Hüfte und dreht sich wie ein Korkenzieher wieder zurück. Eins, zwei und drei.